Protest gegen Flüchtlingspolitik. Landsprozess, Suche nach Millionen. Höflinger Hochzeit in Schladming. Programm vorgestellt, der ein schnelleres und vor allem wirksameres Arbeiten ermöglicht. Der Grazer Electronic Meeting Room ist das derzeit sicher aufregendste Werkzeug für Manager. In diesem Konferenzraum sind all jene Geräte untergebracht, die Führungskräften helfen, schnelle und gute Entscheidungen zu treffen und Konferenzen angenehmer zu gestalten. Da sind Personal Computer miteinander vernetzt, selbstverständlich, und Tische mit versenkten Tastaturen und Bildschirmen. Die Teilnehmer können gleichzeitig elektronisch über den großen Bildschirm, aber dennoch anonym miteinander kommunizieren, denn niemand weiß, wer die Ideen in den Computer eingegeben hat. Solch heftige Szenen gehören für das Team zur guten Vergangenheit. Was soll der Electronic Meeting Room? Erstens, Verkürzung der Sitzungszeiten, etwas, wonach sich jeder sehnt. Zweitens, schneller zu Ergebnissen zu kommen. Und drittens, werden die Ergebnisse so schnell wie möglich protokolliert, sodass sie dann gleich weiterverwendet werden können. Entwickelt wurde dieses erste elektronische Konferenzzimmer in Europa an der Österreichischen Akademie für Führungskräfte und der Universität Graz. Kostenpunkt 1 Million Schilling. Mir ist oft schon das Telefon auf meinem Schreibtisch zu laut.